Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Let's Play Fallout. Heute geht's mal weiter. Oh, wir haben schon fast Level 33. Nice. Heute geht's weiter bei Bunker. Weil die Kate, die hat ja jetzt ganz vorsichtig, ohne auf mein Signal zu achten, gleich losgeballert auf irgendwelche Roboter, die da an dem Bunker rumgammeln. Dementsprechend wird es heute, glaube ich, eine aufregendere Folge. Das ist jetzt schon die dritte Folge, an der wir an derselben Quest sitzen, obwohl es eigentlich eine recht kleine Quest ist. Ich verstehe nicht, warum das so lange dauert. So, Leute, ich würde erstmal das Geschütz hier ausgeschaltet. Ey. Ist euer Ernst, Leute? Sind so. Nein, die können drehen! Scheiße! Ich habe gedacht, das sind so doppelte Drecksgeschütze, die zwar stark sind, aber nicht drehen können. Und dann dreht sich das Drecksding um. Nice. So. Was habt ihr denn hier Schönes? So, bald werde ich überladen sein von manchen Zombies. Freue ich mich natürlich am Wald. Erneut. Das Schloss kriege ich nicht. Ach so, da geht's in den Bunker rein. Ich habe mich schon gefragt. So, snacken wir uns hier erstmal wieder voll. Aufbereitetes Wasser ist auch immer gut. Kristalldekanter könnten wir natürlich mitnehmen. Müssen wir doch nicht. Abgeschlossen. Moment, Kate. Hey, was gibt's denn? Sie hat gesagt, sie ist so richtig das geil. Ich hab keine Haarklammern mehr. Hast du welche? Ich hab nichts dagegen, zu Fuß zu gehen, solange es am Ende etwas Action gibt. Hey. Hm? Was dein ist, ist auch mein. Nicht okay, sie will Haarklammern haben, dann gebe ich ihr halt Haarklammern. Sehr easy. Weil sie hat angeblich einen hohen Skill im Öffnen von solchen Sachen. Und dann könnte ich die immer missbrauchen. Da gebe ich ihr gleich mal 20 Haarklammern oder so. Haarklammern bei H. T, S, R, P, N, M, L, K, I, Haarklammern. Zack. Ja, einmal Haar, das ist ja richtig geil. So, kriegst gleich 30, komm. Zack, 37 geht natürlich auch. So, Schlampe. Hey, was gibt's? Du darfst für mich arbeiten. Schau's dir an. Mach ich. Die ist natürlich auch in mich verliebt, weil ich so ein sweetes Girl bin. Und sie ist lesbisch. Danke sehr. Das war einfach. Danke. So geht's doch auch. Das mache ich jetzt immer so. Ich find's auch richtig sweet, wie sie gerade mit ihren Händen rumgemacht hat. Das schaffe ich nicht zu hacken. Ach so, das wäre dann dafür wahrscheinlich. Dieser Aufzug ist auch unser Betrieb. Aufgepasst. Ach! Ach scheiße, jetzt habe ich gedacht, dass ich da jetzt einbrechen kann durch das Ding. Ja, nice, was will ich jetzt machen? Ist ja super. Richtig geil. Nice, danke. Da laufe ich den ganzen Weg. Ich glaube, das war gar nicht der Bunker. Ich glaube, das ist ein anderer Eingang vom Bunker. Bin auch schon ziemlich zuverlässig. Zuversichtlich. Schon krass, wie viele Gebiete man hier erkundet, in denen man noch nie war, nur weil man mal so eine Quest macht. Das ist natürlich Abwechslung pur, Leute. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich sowas langweilt, wenn ich so stundenlang Quests mache. So, da gehe ich jetzt nicht hin. Da gibt es nämlich bestimmt wieder eine geile Story dazu. Und die will ich jetzt nicht in diese Folge fälschlich verschwenden reinpacken. Siedler reden, das sind überhaupt keine Siedler. Ich kann auch auf Q keine Siedler entdecken, ja super. Super geil. Ich glaube, das da hinten war der Ausgang vom Bunker, aber wenn dem so wäre, dann ist es ein Riesenbunker. So. Und jetzt sollte so langsam mal der Bunker auftauchen. Ein Boot. Ein großer See. Ein sehr schöner großer See. Extrem wird es, Leute, extrem. Ich glaube, wir sollten gar nicht laufen, sondern einfach mal auf die Karte schauen. Doch, wir müssen laufen. Ja, an den Rand der Karte. Super, danke. Boah, das wird jetzt spannend. Dann kann ich ja mal ein paar Storys hier erzählen. Gibt's gerade Gesprächsbedarf bei euch, Leute? Ich kann mir ja mal ein paar Holobänder anhören oder sowas Freshes. Aber das machen wir dann später noch. Seht ihr das Gebäude da oben, dem traue ich gar nicht. Nein, nein, nein.
Das ist nicht fein. Ich muss auch sagen, die Gegend hier ist ein bisschen undetailliert. Das ist so ein creepy Tal. Und da hinten werden wir jetzt gleich von krassen Geschützen angegriffen. Aber natürlich können wir daraus trinken, aus der Wasserlache. Das wäre die Lachplatte, Leute. Oh, scheiße. Simon heißt der Kerl. Okay, das ist kein Raider. Hoffe ich mal für ihn. Sieht aus, als könntest du einen Muntermacher gebrauchen. Stimmt's? Ein Muntermacher, ja, ihr könnt mich ja alle am Schwanz lutschen. Ein Muntermacher, genau, so kommt's noch. So, jetzt kommt hier erstmal der Hack. Zack. So geht das. Jetzt habe ich mich hier reingehackt. Ach so, ich muss noch hier eingeben. Ah, nice. Türen öffnen. Ja, damit hättest du jetzt nicht rechnen können, Terminal, dass die Tür öffnen will, wenn ich auf dich zugreife. Keine Bewegung, keinen Schritt weiter, sonst blase ich dir den Schädel. Neue Arbeiter, sehr gut. Wer schickt euch? Wie seid ihr hier reingekommen? Verschwinde, Bruderschaft. Ganz ruhig, Paladin. Ich gehöre zur Bruderschaft. Zur Bruderschaft? Nein, 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 das kann nicht sein. Die sind zu weit weg. Die würden dich nicht schicken. Oder doch? Angenommen, ich glaube dir. Wie hast du mich gefunden? Waffen fallen lassen, Notsignale. Ich folgte den Notsignalen, die dein Team zurückgelassen hat. Ihre Holobänder haben mich hierher geführt. Die anderen? Was ist mit ihnen geschehen? Alle verreckt. Sie sind tot. Dachte ich mir schon. Ich wollte zu ihnen zurückkehren, musst du wissen, aber ich konnte nichts für sie tun. Nicht allein. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu finden. Ich sollte dir etwas geben. Wirklich? Ich habe über die Jahre viel gesammelt. Technologie, Krimskrams. Wenn du was haben willst, nimm es. Die Bruderschaft braucht dich, Paladin. Es wird Zeit, sich zurückzumelden. Ich kann nicht. Es ist zu lange her. Ich wäre nicht mehr von Nutzen. Doch. Niemand kennt das Commonwealth besser als du. Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin schon zu lang hier. Ich bin nicht mehr ich selbst. Würde man mich noch aufnehmen? Oh, klar. Die Bruderschaft wird die Erinnerung an dein Team in Ehren halten. Solltest du nicht seine Geschichte erzählen? Wenn ich nicht gehe, geraten ihre Opfer, was wir durchgemacht haben, in Vergessenheit. Das darf nicht geschehen. Ja. Ich tue es. Danke. Für sie. Gut, ich packe meine Sachen. Danke. Und nehme mit. Danke für alles. Okay, Brandis. Willst du vielleicht den Fusionskern hier schnappen, der während des Dialogs mir dauernd knallhart im Gesicht lag? Aber den kriegst du nicht. Wie viele Jahre ist der hier? Und dann steht er den ganzen Tag nur dappig da, anstatt mal was zu tun. Ist ja schon lächerlich. Der fette Sack, Alter. Ich brauche Zeit, um mich zu sammeln. Anstatt, dass er mir hier mal was hilft, Alter. Im Haushalt, alles muss man selbst machen. Du brauchst Zeit, um dich zu sammeln, so weit kommst du noch. So, tschüss. Jetzt habe ich die Schnauze voll von dem Scheißdreck hier. Okay. Jetzt geht es zur Bruderschaft zurück, scheinbar, ja. In der Tat. Polizeirevier Cambridge. Der Kyrolator ist ein mächtiges Prototypgewehr, das Gegner vollständig einfrieren kann. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Den könnte ich... Leute. Ey, die Frau hat doch so geile Skills im Schlösserknacken. Ich gehe jetzt zum Kryolator und schau, ob die das knacken kann. Das wäre richtig geil. Eigentlich habe ich ja schon mal versucht, mit dem Hund diesen Bug da zu machen, dass ich den bekomme. Hat aber nicht so ganz gut funktioniert. Vielleicht schaffen wir das noch in der Folge. Gerade sind wir erst bei 10 Minuten. Dann ist da noch Platz. So, Leute.
Oh, scheiße, jetzt kommt da nochmal eine Wartezeit. Das finde ich so ätzend. Wirklich, Leute, ich habe nie verstanden, was alle Probleme mit Ladezeiten zwischen Gebieten hatten. Und dann spiele ich Fallout und denke mir nur so, boah, Alter, so ein Dreck. Weil Ladezeiten, das ist einfach der größte Scheiß. Und vor allem bei Fallout, da musst du dauernd die Ladezeiten haben. Es ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Ich würde auch sagen, zurzeit wirklich mein absolutes Lieblingsspiel. Aber die Ladezeiten, die gehen mir auf den Sack, Alter, das soll ich nicht. So, und jetzt wird getalkt mit Paladin. Gibt es was Neues von der Patrouille? Ja. Überreste gefunden. Ich habe meine Untersuchung zum verschwundenen Team abgeschlossen. Paladin Brandis war der einzige Überlebende. Ich hätte es wissen sollen. Der alte Knacker konnte alles überstehen. Er ist labil. Kann er zurückgehen? Ich habe ihn überredet. Ich habe ihn überredet, zur Bruderschaft zurückzukehren. Gut gemacht. Es wird dauern, bis er wieder diensttauglich ist. Aber wir können jede Hilfe gebrauchen. Müssen wir sonst noch was besprechen? Das wäre alles. In Ordnung. Ich schreibe einen Bericht basierend auf deinen Informationen. Falls wir zurückkehren, wird die Bruderschaft ihre Erinnerung in Ehren halten. Unter diesen Umständen kann ich dir nicht viel für deine Dienste anbieten. Ich hoffe, ein paar Kronkorken sind ausreichend. Das war keine einfache Mission. Du hast dir meinen Respekt verdient, Anwärter. Gut gemacht. Ja, ich muss doch nur ein paar von den Viechern da umbringen. Wie lautet die Mission? Nicht bereit. Bin nicht bereit. Große Überraschung. Arschloch. Da bist du wieder. Heißt das, du bist bereit? Oh, die wollen mir dauernd ihre dubbigen Drecksmissionen anbieten. Bei der einen Frau muss ich immer irgendwo hingehen und alle Leute töten, um mir irgend so ein technisches Dreckszeugs zu holen. Und bei dem scheiß Mann, der ist noch langweiliger, da muss ich einfach irgendwo hingehen und alle Leute töten. Ja, total abwechslungsreich und kreativ. Danke, Team Fallout. Hashtag Team Fallout. So, jetzt geht's zum World 111. Und dann werden hier alle Sachen geknackt. Der Konsum von Camps und Alkohol kann dir große vorübergehende Vorteile verschaffen. Ja, Kinder, merkt euch. Drogenkonsum, große Vorteile. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Granaten im Commonwealth, von der hochtechnischen Plasma-Granate, welche ich noch nie besessen habe. Es gibt einen Mod, mit dem kannst du dir das Ding da kaufen und dann darfst du deinen eigenen Vault bauen. Das finde ich sehr cool. Aber jetzt will ich hier rein. Und da ist Sanctuary. Ja, geil. Und meine Brücke wird gar nicht angezeigt. Das ist ja lächerlich. Richtig scheiße finde ich das. Ja, gar nichts, was ich gebaut habe, wird angezeigt. Das ist ja richtig scheiße. Da drüben steht ein Riesengatter und das wird hier nicht angezeigt. Ja, super. So, ich will jetzt erstmal in den Vault rein. Ach so, ich muss da drüben hin. Oh. Lol. Ja. Holzkisten. Ich dachte, es wären jetzt gescheite Kisten und dann ist so ein Scheiß. Geludet. Hopp. Lass mich rein. Ach so. Ich muss gar nicht öffnen. Ich komme einfach so runter. Jetzt wollte ich mich gerade umdrehen zu Katie. Dann hat es nicht funktioniert. Finde ich richtig cool, Leute. So, jetzt sind wir unten. Sorry für die kleine Interruption hier. Aber es ging nicht anders. So, jetzt machen wir auf. Nice. Okay. So. Durchgeschlängelt, oder? So. Hier kannst du das alles in dem Mod selbst bauen. Das finde ich ganz lustig. Ist jetzt nicht gerade was ich brauche. Und deshalb hole ich mir den Mod auch nicht. Ich hole mir generell keine Mods für Fallout. Skyrim habe ich ein paar Mods rumgetestet, aber Fallout habe ich noch nicht so die Intention dazu. So, Meister. Mensch, Katie, was soll denn das? Chillt die schon wieder stundenlang da rum und kommt nicht her. Da hocke ich mich erstmal eine Stunde zur Strafe hin. Tee. Hä, ich will warten. Warten ist doch auf Tee. Boah, das ist richtig scheiße. Stell ich hin. Schlampe. So,
Jetzt habe ich Schnauze voll. Ich muss weiter in Bewegung bleiben. Ich kann jetzt nicht schlafen. Da ist sie, oh, Schlampe. Hoffentlich ist es das wert. Hopp. Schau mal nach. Mach ich. Komm, bitte, das schaffst du doch. Das könnte hart werden, also erwarte nicht zu viel. Verdammt, die Haarnadel ist gebrochen. Ich versuch's nochmal. Scheiße, ich hatte es doch fast geschafft. Verdammt, das Schloss macht mich ganz verrückt. Nein, daraus wird nichts. Trägt Schlombe gleich eins aufs Maul. Nein, daraus wird nichts, genau. Oh. Eigentlich sollten wir so viel wie möglich mitnehmen, aber du siehst schon ziemlich bepackt aus. Jetzt brauche ich halt noch Munition entsprechend, ne? Ja, so geht's natürlich auch. Ach so, ich habe schon die Waffen. Die Muni. So, was ist das, Katie? Geil! Okay, Leute. Das ist auf jeden Fall geil, der Kyrolador. Den wollte ich auch schon seit Anbeginn der Zeit haben. Und jetzt habe ich ihn. Das ist ganz nice. Den werde ich jetzt dennoch erstmal weglegen, weil ich die Sachen ja generell nicht brauche. Und nur zum Spaß immer mitnehmen. Die großen Geschütze, die benutze ich gar nicht. Ich benutze nur die kleinen. Ja, aber vielleicht eines Tages renne ich mit solchen Dingern rum, wenn ich genügend Traglast tragen kann. Das wäre es für diese Folge. Ich hoffe, dieser kleine Kyrolador-Prank am Ende hat euch noch gefallen. Wir sehen uns am nächsten Fallout Friday oder Triple Thursday. Bis dahin. Ciao.